Hallo, heute basteln wir ein Parcours aus Hand- und Fußabdrücken. Anleitung dafür findet ihr auch im Text. Wir benötigen viel Papier oder Zeitung. Stellt euch Wasser, Farbe, Pinsel, eine fußgroße Mischpalette und Handtuch bereit. Wir tragen die Farbe auf die Hände oder Füße auf und drücken sie auf das zurechtgelegte Papier. Beim Abziehen der Hände sowie Füße sollte das Papier festgehalten werden. Sollten eure Kinder sehr kitzlig sein, könnt ihr die Farbe auch in ein fußgroßes Gefäß streichen, um sich dann dort hineinzustellen und folgend auf das Blatt Papier. Wenn ihr reichlich Blätter farblich gestaltet habt, legt ihr diese in beliebiger Abfolge auf den Fußboden, gerne auch von einem Zimmer bis ins nächste. Nun könnt ihr den Abdrücken entsprechend den Parcours hüpfen. Natürlich könnt ihr die Abfolge sowie Anordnung auch verändern und schwieriger gestalten. Für Schulkinder können auch Rechenaufgaben eingebaut werden. Dafür benötigt ihr zwei Würfel. Das Ergebnis wird dann gehüpft. Um weiterzukommen, muss die nächste Hüpfzahl errechnet werden. Alles muss gehüpft und berührt werden. Bei Minusaufgaben kann auch rückwärts gelaufen werden. Seid ihr geschafft, habt ihr es geschafft.